Hallo und herzlich willkommen zu meinem Mittwochsvideo. Heute ist Mittwoch und ich habe mich an meinen eigenen Spucke fast verschluckt. Gut, sei es drum. Heute ist Mittwoch und heute habe ich für euch eigentlich kein richtiges Thema, sondern eher mal so ein Update von Dingen, die ich mich frage. Oder Dinge, die mich gerade beschäftigen. Also, nachdem ich ja vor nicht allzu langer Zeit einen Overload hatte, muss ich feststellen, dass sich irgendwie bei mir was verändert hat. Ich bin gerade eine totale Schisserin. Also ich habe vor Dingen gerade Angst, die irgendwie sonst nicht so problematisch sind. Und ich muss sagen, ich arbeite gerade sehr viel an mir. Also sowas wie zum Beispiel, ich habe furchtbare Nachtangst. Also die Angst, wenn es dunkel um mich herum wird, da kriege ich gerade richtige Panik. Wobei es jetzt auch schon besser ist. Also ja. Oder vorm Rausgehen, da habe ich auch gerade furchtbare Angst. Ich weiß gerade, ich bin seitdem nicht mehr draußen gewesen. Und ja, ich weiß auch gerade gar nicht, wo ich diesen ersten Anfang machen soll. Vor kurzem war ich mit meiner Mom zusammen begleitend, zumindest bis vor der Haustür. Und das war dann auch gut und war auch nötig. Und ich gehe zu meinem Vater regelmäßig, da ja zwischen uns immer noch eine Treppe ist. Und die Treppe zu nehmen, ist auch schon mal ein Weg, dass ich nicht zumindest mich so einigeln kann, wie ich es bis jetzt immer gemacht habe. Das mach ich nicht. Entschuldigt. Mein Hase, der spürt gerade, dass bei mir nicht alle Energien voll da sind und nutzt es schamlos aus. Also ich sag euch, der nutzt es schamlos aus. Ja. Ich habe auch gerade immer furchtbare Angst um Leo, dass der sich irgendwie wehtut und was mache ich dann und überhaupt. Und ich male mir gerade die schlimmsten Horrorszenarien raus, die es überhaupt gibt. Und ja, es ist einfach so, dass ich gerade auch persönlich nicht unbedingt weiter weiß, was ich jetzt machen soll, wie ich das jetzt anfangen soll. Aber eins weiß ich mit Sicherheit, ich kann Druck da diesbezüglich nicht brauchen. Wenn mir jetzt jemand die ganze Zeit sagt, ich soll rausgehen, das ist für mich nicht hilfreich. Das ist eher stressend und macht es eher schlimmer als besser. Weil dann mir ist bewusst, dass ich ein Problem habe. Das ist nicht so, dass ich damit lebe und denke, alles so gut, dass ich nicht rausgehen kann und dass ich Angst kriege, sobald das Licht ausgeht, läuft alles sehr gut. Das ist nicht so, dass ich solche Gedankengänge habe. Mir ist bewusst, dass das nicht normal ist und dass ich da dran arbeiten muss. Aber ich will nicht dran arbeiten, weil mir jemand sagt, ich muss dran arbeiten, sondern ich möchte dran arbeiten in meinem Tempo. Und ich muss sagen, ich bin unfassbar, und jetzt dieses Wort hört man nicht oft auf meinem Kanal, aber dankbar dafür, dass meine Mom und mein Dad mich da gerade auch unterstützen und mir die Hilfe zukommen lassen, dass ich mit meinem Rhythmus wieder mich rausschaffen kann aus den Sorgen und den Ängsten und allem. Und entschuldigt, ich habe einen braunen Hals. Und es ist einfach so, dass ich, und ich habe ein überaktives Karnickel. Ich habe einen rauen Hals und ein überaktives Karnickel. Das nennt man eine blöde Kombi. Ja, und für mich ist es einfach gerade so, dass ich auch meine Großeltern unterstützen, mich da so weit zu können. Und ja, es ist so, dass auch mir bewusst ist, dass ich daran arbeiten muss. Und ich arbeite daran. Ich arbeite wirklich jeden Tag dran. Ich mache jeden Tag kleine Schritte. Wenn es nur ist, dass ich es im Kopf plan, weil man sagt ja nicht umsonst, den Gedanken folgen die Taten. Okay, das ist jetzt dieser Moment, wo ich weiß, dass meine Mutter mich wahrscheinlich erschlägt. Deswegen werde ich einfach nichts erzählen und weiter so tun, als hätte ich nichts gesehen. Entschuldigt, ich muss mich da cool machen. Ja, auf jeden Fall. Entschuldigt. Mir ist gerade der Hase an der Tür hochgesprungen und dabei wieder runtergeplotscht, wie so ein Kartoffelsack. Also wirklich wie so ein Platsch. Ja. Jetzt weiß ich gar nicht, wo ich zuletzt war. Auf jeden Fall bin ich gerade zur Zeit sehr dran zu arbeiten und mir Mühe zu geben und eben auch mich nicht einzuigeln komplett. Ich gehe auch weiterhin zu Babette Winfried jede Woche. Und ja. Ich gebe mir Mühe und arbeite daran. Und ich hoffe einfach auch für mich, dass es einfacher wird. Und dass es eben mit jedem Tag so peu à peu langsam nachlässt.
Und auch wenn es dann nicht jeden Tag einfacher wird, arbeite ich auch für mich persönlich daran, dass es einfacher wird, weil ich kann nicht immer nur erwarten, dass, ja, dass es leichter wird und ich nichts tun muss. Ja, was kann ich euch noch so erzählen? Ja, ich bin aber auch dabei, gerade neue Dinge zu probieren. Also so für mich so Sachen, die mir helfen in der Zukunft, wenn ich nämlich so Situationen wieder habe, wo ich nicht raus kann und ich kann nicht immer erwarten, dass meine Eltern da sind. Und jetzt versuche ich auch gerade solche Sachen wie Getränkelieferservice oder auch sowas wie Edeka 24 oder auch der Döner-Lieferservice. Einfach um mal die verschiedenen Liefertechniken zu erfahren und wie das dann abläuft. Um zu wissen, was für mich dann irgendwann mal richtig gut ist und was ich dann weiter auch irgendwann in der Zukunft weiter nutze und vielleicht auch Dinge, die ich dann nicht mehr nutzen werde. Entschuldigt. Ja, und für mich ist es eben so, dass ich das jetzt am liebsten, dass ich das jetzt gerade, wo es eh in einer Situation ist, die noch nicht ganz so akut ist, weil jetzt habe ich noch die Option, meine Mom auch noch einen Gefallen zu bitten, aber eben dennoch auch gerade in so einer Situation, wie es dann sein wird, wenn ich dann diese Situationen habe in der Zukunft. Und ja, dieser Satz, der war jetzt so sinnfrei, das, entschuldige, das merke ich gerade selber. Aber auf jeden Fall bin ich jetzt gerade auch da dran zum Testen. Ich werde euch dann auf jeden Fall erzählen, wie es so war. Über das Thema Getränkelieferservice kann ich euch sogar jetzt schon direkt was so sagen. Also den wir benutzen, der ist schon ein wenig schwierig, weil die wissen, also zum einen ist das Bestellen immer ein bisschen komisch. Ich habe den jetzt schon zwei, dreimal benutzt. Und zum anderen ist es natürlich auch schwierig für mich, so die Uhrzeiten, und die können dir nicht genau sagen, wann sie dann kommen. Also es ist ja nicht so, dass die dir eine Angabe machen, wir sind dann zwischen 10 und 18 Uhr, kommen wir vorbei, sondern da heißt es dann ja, dann, wenn wir halt Zeit haben und das eben immer bloß alle 2 Wochen oder eben dann doch wieder nicht. Und die Angaben, die sind irgendwie sehr verwirrend im Moment. Aber so alles in allem finde ich es ganz gut und habe dann auch schon neue Getränke probiert. Und die waren dann auch ganz lecker. Und ja, ich hoffe, dass es jetzt noch weiterhin so gut läuft. Aber meine Mom und ich, wir haben jetzt auch schon mal ausgemacht, dass wir jetzt nächstes Mal nochmal einen Test machen. Weil da gab es auch schon Missverständnisse und Streitereien zwischen uns. Und jetzt ist nächstes Mal noch so ein Test. Wenn es dann wieder so komisch läuft, dann werden wir es tendenziell wahrscheinlich eher nicht weiterführen. Also zumindest nicht, solange meine Eltern das noch so machen. Dann, also wenn ich dann alleine irgendwann wohne, dann vielleicht doch wieder, aber eben dann nicht mehr hier in diesem Haushalt. Was dann wieder schwieriger wird. Dann werde ich halt wieder Teetrinkerin. Ja. Gut, das war eigentlich alles, was ich euch so erzählen wollte. Das war jetzt eigentlich kein so besonderes Video. Das war einfach nur mal so euch erzählen, wie es bei mir gerade so ist, wie ich mich gerade so fühle. Und ja, einfach mal ein bisschen über mich, ein bisschen labern, wie gerade meine Situation ist. Und ja, ich hoffe, dass euch mein Video gefallen hat. Schreibt mir meine gerne in die Kommentare, ob ihr das auch kennt oder ob ihr Tipps habt, wie man sich schneller wieder aus diesem Erdloch herausschaffen kann. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.rietmeier@outlook.com. Ihr könnt mir aber auch wirklich gerne schreiben, wenn ihr dieses Phänomen kennt, dass jeder einem erzählt, du musst doch wieder rausgehen, du sollst doch dies und das tun. Und je mehr es dir gesagt wird, je schwerer fällt es dir eigentlich eher, als dass es dir einfacher wird. Ja, das war eigentlich alles für heute. Wir sehen uns wieder am Freitag. Bis dahin, eine wunderschöne Zeit. Tschüss.